Schatz, warum müssen wir mitten in der Nacht den Wecker klingeln? Um ihn auszuprobieren. Ich war gerade eingeschlafen. Außerdem probierst du ihn doch sonst nie aus. Ich hatte aber das Gefühl, die Klingel wäre kaputt. Gefühl? Ja, schau mal, sonst knackt der immer so, wenn ich die Zeit einstelle. Jetzt mach das Ding aus, ja, bitte. Er hat nicht geknackt. Aber er hat doch geklingelt. Ja, würde dich das nicht misstrauisch machen? Wieso denn misstrauisch machen? Oh, Schatz, du bist immer so nachdenklich. Komm jetzt ja lieb und schlaf, Schatz. Hm? Es kann ja auch sein, er bleibt mitten in der Nacht stehen. Dann bleib doch wach und beobachte ihn. Irene, bitte, das Kind. Er hat wieder nicht geknackt. Du sagst im Auto ja auch, jedes Geräusch hat seine Bedeutung. Potenzielle Schäden kündigen sich an. Ha! Ja, im Auto. Ist doch was ganz anderes im Auto. Bitte. Wer wird denn morgens immer hysterisch, wenn er nicht pünktlich aus dem Haus kommt? Ich werde nicht hysterisch! Das Kind. Außerdem, wieso soll ich denn nicht pünktlich aus dem Haus kommen? Der Wecker hat ja geklingelt. Aber er hat nicht geknackt. Er sollte ja auch nicht heute Nacht knacken, sondern morgen früh um 6:30 klingeln, bitte. Und wenn er das nicht tut? Dann komme ich ihm zum ersten Mal zu spät zur Arbeit. Seit 15 Jahren. Dann kaufe ich einen Quarzwecker, der tickt wenigstens nicht. Nein, das möchte ich nicht. Was ist los? Warum lachst du denn nichts? Das ist doch wirklich nicht normal. Kein Mensch kann seinen Wecker leiden. Dieses Klingeln, Aufstehen, Zähne putzen, Gedränge im Bus, Arbeitsbeginn. Die Hochzeit, komm. Ich konnte deine Tante sowieso nie leiden. Mir würde aber eine liebe Gewohnheit fehlen. Also bitte, Schatz, sei doch vernünftig. Ach, ich weiß nicht. Oder doch. Du kaufst morgen die neue Uhr? Aber nur so lange, wie er in Reparatur ist. Einverstanden? Okay, so machen wir es. Also, du stellst den morgen auf den Küchentisch und ich nehme ihn mit zur Reparatur. Hm? Okay. Gute Nacht. Schlaf schön. Gute Nacht. Du auch. Träume Schönes. Ich habe da ein Problem. Seit gestern haben wir ja die Sommerzeit und ich komme da mit meiner Uhr nicht so ganz recht. Könnten Sie mir die so eine Stunde vielleicht mal vorstellen? Aber selbstverständlich, ja. Junger Mann, das ist gut, dass Sie sich damit an einen Fachhandel wenden. Weil diese digitale Uhrentechnik ist ja für Laien heutzutage oft recht unverständlich. Aber das ist ganz einfach. Gucken Sie auf. Hier an der Seite der Uhr befinden sich drei kleine auf Federn gelagerte Drucktasten. Ja. Die Einstelltaste, die Funktionstaste und die dritte Taste, die ist von Modell zu Modell verschieden. Ja, das ist ja gar nicht so schwierig, nicht? Nein, passen Sie auf. Ich drücke jetzt also ganz einfach einmal die Einstelltaste und es erscheint der Monat, nicht? Ja, richtig, der Monat. Dann drücke ich noch einmal die Einstelltaste und es erscheint der Tag. Ja, aber so weit war ich auch schon, nicht? Ja, nun geht ja nun gerade erst los, ja? Ich überspringe nun die Datumsfunktion und drücke zur Abwechslung einmal die gegenüberliegende Taste. Guck mal, wie das da war, nicht? Die Zahlen nicht. Oh, die Uhr, deine Stoppfunktion. Ach ja? Allerdings, warten Sie auf. Ich drücke also diese gegenüberliegende Taste noch einmal und es erscheint 12:44. Das heißt, wir haben jetzt also 12:44:78. Ja, wenn ich Sie da mal korrigieren kann. Also 12:44:78 ist meine Telefonnummer. Also, wie kommt die denn in die Uhr? Ja, kann man abspeichern. Ah, ja. Dann, ich drücke jetzt dann doch einmal die Funktionstaste. Ja. Und es erscheint
24.12. Ist also heute der 24.12. Mit anderen Worten, es ist Weihnachten. Da muss ich aber noch mal was einkaufen gehen. Entschuldigung, das ist auch nicht richtig. Der 24.12 ist die Nummer von meinem Postfach. Kann man auch abspeichern. Also, diese Uhr haben Sie aber nicht bei uns gekauft. Nein, aber ich dachte, Sie als Fachmann... Oh, das ist dann wohl die Weckfunktion, ja? Das weiß ich selber. Hören Sie mal, wenn Sie mir die Sommerzeit nicht einstellen können, dann geben Sie mir die Uhr mit der alten Zeit zurück. Ich würde das ja sehr gerne machen, aber dies ist wirklich ein sehr außergewöhnliches Modell. Hören Sie mal, ich habe Ihnen eine voll funktionsfähige Uhr gegeben. Sagen Sie, haben Sie eigentlich einen Gesellenbrief oder sowas? Kein Skandal, junger Mann. Kein Skandal, ja? Dann hören Sie mal, was soll ich denn machen? Soll ich mir eine Kuckucksuhr an den Arm binden, nur weil Sie unfähig sind? Passen Sie auf, ja? Ich gebe Ihnen diese Uhr wieder. Ja. Schön. Und gebe Ihnen noch eine neue Uhr. Da ist das aktuelle Datum und Stunde eingestellt. Und jetzt bitte. Ja, gehen Sie mit Gott, aber... In Ordnung. Vielen Dank. Guten Tag. Guten Tag, Sie wünschen bitte? Ja, ich hätte da ein Problem. Seit gestern ist ja die Sommerzeit. Wach auf! Hä? Was? Wach auf! Wo bin ich? Das Baby! Was ist mit dem Baby? Was ist denn? Psst! Hör doch! Ich höre nichts. Aber ich höre ihn nicht atmen. Weck ihn bloß nicht auf. Es hat über eine Stunde gedauert, um ihn zum Schlafen zu kriegen. Er ist krank. Ich bin mir ganz sicher, er ist krank. Von hier aus sieht er ganz normal aus. Er ist in Ordnung. Er atmet. Also kommen wir dann ins Bett. Er glüht. Gute Nacht. Wie kannst du nur wie ein nasser Sack im Bett liegen und abschnarchen, während dein einziger Sohn, dein 2 Monate alter Sohn und Erbe, glüht? Er ist sicher nur ein bisschen heiß. Und warum ist er heiß? Er hat bestimmt Fieber. Unsinn. Ein Glück, dass ich neulich einen Thermometer gekauft habe. Nun lass ihn doch, du wächst ihn nur auf. Ah, hier ist es. Ich stecke ihm das Ding ganz vorsichtig unter seinen Arm und dann werden wir bald wissen, ob er Fieber hat oder nicht. Na gut, dann mach schnell. Ich wusste doch, dass was nicht in Ordnung ist. Das ist die Intuition einer Mutter. Oh, feier. Was ist denn so die Normaltemperatur? Weiß ich nicht. 36 oder so. Also du hast wirklich keine Ahnung. Bei Babys liegt die immer etwas höher. Über 37. Oder so. Ach, guck du mal nach. Ich kann es nicht richtig erkennen ohne Brille. K90, Normalglas, klinische Geräte Wiesbaden. Mensch, das ist nicht der rechte Moment zum Witze machen. Du musst schnell ablesen, sonst fällt es wieder. Ist aber auch schwer, Mensch. 36,9. 36,9? Ja. Das ist ja eiskalt. Besser zu kalt als zu heiß. Aber es ist nicht normal. Nun lass sie doch bitte. Es ist doch alles in bester Ordnung. Wenn er krank wird, wird er doch auch schreien. Also komm wieder. Vielleicht hast du ja recht, aber auf deine Verantwortung. Mein Süßer, mach schön weiter, Kuschi, Kuschi. Mach ich auch. Ich hab morgen einen harten Tag vor mir. Bis um 2:30. Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe, aber man kann nicht vorsichtig genug sein. Ist schon gut. Du bist eine wunderbare Mutter. Und du bist ein ganz, ganz toller Vater. Hm.
Nein, nun ja nicht mehr. Auf uns ist eben verlangt, Herr Dödler. Es ist jetzt genau 14 Minuten vor drei. Mitten in der Nacht. Ja, Sie haben wirklich einen gesunden Schlaf, Herr Dödler. Um Punkt 2.39 Uhr habe ich Sie angerufen. Es hat also ganze 7 Minuten gedauert, Sie wach zu bekommen. Ja, ja, aber wir schaffen es immer. Ist das nicht beruhigend? Was wollen Sie von mir? Aber Herr Dödler, ich tue doch nur meine Pflicht. Wer sind Sie? Platz 22, Weckdienst. Aber ich wollte doch überhaupt gar nicht geweckt werden. Ja, heute nicht, aber vielleicht ein anderes Mal. Und warum müssen Sie mich dann heute wecken? Keine Angst, Herr Dödler. Es kostet Sie ja gar nichts. Dieser Weckruf ist gratis. Vielen Dank. Ja, damit nicht genug, Herr Dödler. Während unserer Werbewochen kostet jeder Weckruf nur die Hälfte. Na, ist das ein Angebot? Wenn ich Sie also zum Beispiel morgen wieder anrufe, dann... Herr Dödler? Herr Dödler? Hallo, sind Sie noch dran? Herr Dödler? Herr Dödler? Freunde und Kameraden, wir haben uns nicht umsonst an diesem historischen Ort versammelt. An der Wende zu einer neuen Zeit hat uns die Geschichte auserwählt, den fremdländischen Stürmen zu trotzen, die unsere deutsche Kulturlandschaft zu verwüsten drohen. Bravo, bravo, bravo! Die Sprache unseres begnadeten Volkes von Dichtern und Denkern, die Sprache von Goethe, Schiller, Nietzsche, Kanzelik, ist die Mutter des deutschen Volkes und wir werden es nicht zulassen, dass diese unsere Mutter von ausländischen Monopolparasiten geschändet wird. Jawohl! Was brauchen wir einen Hit? Wir sind stolz auf unseren deutschen Schlager. Bravo, bravo, bravo! Wir lassen uns den Trunk nicht von einem amerikanischen Drink verwässern. Kampf den Partys, es lebe die Feier. Jawohl! Ich nutze die Gelegenheit, unserem Kameraden Siegfried für seinen heutigen Geburtstag zu gratulieren. Ein Lied, zwei, drei. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Siegfried, Happy Birthday to you. Guten Tag, mein Name ist Behrens, Ralf Behrens. Ich komme vom Meinungsforschungsinstitut Saturn aus Remagen und mache eine Umfrage. Um 4:30 in der Nacht? Ja, das ist überaus wichtig für unsere Umfrage. Ich bin wirklich sehr müde. Ja, dann kommen wir gleich zur ersten Frage. Leiden Sie unter Schlafstörungen? Nee, eigentlich nicht. Schlafen Sie eher auf dem Bauch oder auf dem Rücken? Das weiß ich nicht, weil ich dann ja schlafe. Ah, dann komme ich am besten mal rein und schaue mir das Ganze an.
Wo geht's denn wohl lang? Ja, immer danach. Wissen Sie, ich bin wirklich sehr müde. Der Wecker ist krank, das Baby muss zur Reparatur und der Telefonapparat. Ich bin meiner Frau im Bett. Und die darf auf gar keinen Fall geweckt werden, ja? Sehr gut. Dann legen Sie sich einfach ins Bett. Ich warte dann, bis Sie eingeschlafen sind und schaue, ob Sie auf dem Bauch oder auf dem Rücken liegen. Ist das nicht ein bisschen ungewöhnlich? Hopp, 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 ins Bettchen. Sie müssen auch morgen sicher früh raus. Da haben Sie recht. Na. Da kann ich ja gar nicht sehen, wenn Sie sich zudecken. Oh, Entschuldigung. So, und jetzt schlafen Sie. Ja. Na los, schlafen. Augen zu. Ach so, ja. Und? Geht's? Was? Na, ob Sie schlafen können. Ja, ich bin gleich weg. Na, hoffentlich. Ich habe ja auch nicht ewig Zeit, ne? Was ist denn los? Warum schlafen Sie denn gar nicht? Ich kann nicht einschlafen. Ja, aber Sie sagten doch, dass Sie keine Schlafstörungen haben. Oh, habe ich auch normalerweise nicht. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Drehen Sie sich auf die Seite und winkeln Sie die Beine an. Das ist die Embryonalstellung. So schlafen laut Statistik 75% aller Mitteleuropäer. Oh, so sehr bequem. Das Kissen ist ja vollkommen zerknautscht. So kann doch kein Mensch schlafen. Die Federn muss man, bevor man ins Bett geht, erst freischütteln, sonst bilden sich Knäuel. Das verstehen Sie doch, oder? Hallo? Schlafen Sie schon? Geschirr, nimm doch das von Oma, wenn Christina mal kommt. Dann muss ich doch alles neu decken. Das ist deine Schwester. Ja gut, nimmst das Teure. Sag mal, hast du mir die Eier rausgelegt und die Zitrone ausgepresst? Vielleicht guckst du mal rechts, da steht alles. Und guck nach den Karton. Das kann ich nicht. Ich weiß nicht, wann die gar sind. Aber der Blumenkohl kocht. Ja, das ist auch gut. Weißt du, der darf nicht zu salzig werden, sonst wirkt meine Soße nicht. Ja. Sogar deine Mutter sagt immer, Soße Hollandaise kann nur mein Schwiegersohn. Ja, jetzt geh mal zur Seite, ich will panieren. Das geht jetzt hier nicht. Ich brauch den Platz. Mach das am Küchentisch. Ich brauch das und die zerlassene Butter. Hast du die Butter zerlassen? Hey, noch kleine Stückchen. Das geht nicht wegen dem Geschmack. Rotkehr. Weißt du, nur dann wird die cremig. Das schmeckt man. Ja. Ja? Genauso wie diese messerspitze Zitronenschale. Sind die Kartoffeln gut? Ja, noch 2-3 Minuten. Schätzchen, fürs Püree. Da solltest du die neue Maschine. Ja. Ich habe auch einen Kasten hier besorgt. Jetzt besauft euch nicht wieder. Das ist reine Notwehr, weil dein Schwager mir immer so auf die Nerven geht. Das ist dein Schwager. Ist der Blumenkohl, muss der so lange kochen? Ich nehme ihn jetzt raus. Hier ist deine Butter. Komm, ah ja, danke. Immer. Jetzt fehlt nur noch der weiße Pfeffer. Der ist oben rechts. Oben rechts? Hoffentlich wird die Soße nicht zu früh fertig. Ja, dann machen wir sie eben wieder warm mit dem Tisch noch. Sag mal, die kann man nicht wieder warm machen, Soße Hollandaise. Dann lass dir Zeit, ja? Zeit lassen? Du hast überhaupt keine Ahnung, weißt du. Du hättest dir mit dem anderen Zeug hier Zeit lassen sollen. Ja, Harald. Soße machen, das ist eine Kunst. Früher bei unseren Familienfeiern, da haben wir extra... Tante Ida aus Mülheim kommen lassen? Ja, ja. Mach die Flasche auf, komm. Das kann ich jetzt nicht beim Abschmecken. Schätzchen, willst du mal probieren? Sicher gut geworden. Passt jetzt aber nicht. Das hättest du einmal probieren können. Wo ist die Sauciere? Oben rechts. Entschuldigung, unten links. Unten links, da sind doch die Dosen. Im Küchenschrank! Ja, aber das regt dich doch nicht so auf! Sag mal, es riecht hier irgendwie. Du musst das Fleisch nicht mal umdrehen. Haben wir nur Würfelzucker? Nein, halt. Ich meine, ich will nicht übertreiben, mein Schatz, aber
Das ist, glaube ich, die beste Soße, die mir je gelungen ist. Ja, Harald, trinkt ihr Männer denn Bier? Ja, das ist im Keller. Tante Ida wäre wirklich stolz auf mich. Ja. Aber der Blumenkohl, guck mal, der ist so mickrig. Meinst du, der reicht? Ach, der reicht, Harald. Und du weißt doch, wie dein Schwager reinhaut. Ist auch dein Schwager. Ihr kommt genau richtig. Ich bin gerade mit dem Kochen fertig. Ach, grüß dich, Christine. Aufstehen. Liebling. Aufstehen. Entschuldigen Sie, ich bin Student. Haben Sie eigentlich eine Vorstellung, wie schwierig das ist, heutzutage eine Wohnung zu finden? Was meinen Sie, was ich mir alles einfallen lassen muss, um überhaupt mal irgendwo ein Plätzchen zu finden, um ein paar Stunden schlafen zu können? Ihre Matratze ist ja ganz in Ordnung. Vielleicht ein bisschen weich, ne? Aber machen Sie sich keine Sorgen. Ich kann Ihnen da eine Adresse geben, wo Sie günstig ganz gute Matratzen bekommen. Dankeschön. Wiedersehen. Hallo? Wiedersehen. Ja. Du glaubst ja nicht, was ich alles geträumt habe. Erst war der Wecker kaputt. Dann war das Baby krank, das Telefon ging und dann kam ein böser Mann und hat mit mir geschimpft. Einfach nachts nicht schlafen. Ach, wieso das denn? Ich habe Nachtschicht. Gute Nacht.